Damit herzlich willkommen zu dieser Folge mit diesem coolen Track. Na, so cool ist er nicht. Gehen wir einfach raus. Hier bei Baphomets Fluch, wir haben... Es wurde schon dunkel. Annette hätte bestimmt längst Feierabend gemacht. Es war Zeit, Vera Security einen Besuch abzustatten. Genau, wir gehen jetzt nach Vera Security, der Gesellschaft, die etwas behütet hat. Ein Kunstwerk, das gestohlen wurde. Wir haben überall nachgefragt und wenig Die leere Einkaufspassage wurde von hellem Mondschein erleuchtet. Die perfekte Atmosphäre für ein wenig Detektivarbeit. Ich musste mich im Hinterzimmer umsehen und dazu musste ich da rein. Und wie kommt man da rein? Rollator? Rollator natürlich. Neonreklame. Kiste. Erstmal das Rolltor untersuchen, aber das wird wahrscheinlich nicht klappen. Ich hatte nicht den Hauch einer Chance, das Rolltor mit bloßen Händen aufzuschieben. Ich musste einen anderen Weg finden. Na, das war ja ziemlich offensichtlich eigentlich. Da gibt's eine Kiste. Können wir da noch weiter nach unten gehen um mehr? Nee, da gibt's nicht mehr. Hier gibt's auch noch einen Rolltor. Bassams ganze Ware war sicher weggesperrt. Die Kiste, die ist wichtig. Ha. Kann die rumschieben, aber nur in die zwei Positionen, wie ich sehe. Geht es nochmal? Nee, dann schieben wir es nur wieder nach der. Die Buchstaben neu anzuordnen war ein Geniestreich gewesen. Wenn ich das mal selbst so sage. Was? Klimaanlage. Ah! Da war ein Stromkasten, aber vom Boden aus kam ich nicht ran. Kannst du vielleicht die Kiste nach da schieben? Du kannst ja auch gar nichts. Träger? Der Träger war zu hoch, da kam ich nicht dran. Das lohnte sich nicht. Okay. Wenn ich die Kiste nach da schiebe, ein Kabel da oben platziere, dann könnte ich mich doch reichlich rüberschwingen. Die Frage ist, ist das Kabel lang genug und hält es mich aus? Was? Warum kann ich das kombinieren? Das klappte sowas von gar nicht. Es klappte nicht. Klimaanlage vielleicht? Da war ein Stromkasten, aber vom... Gibt es sonst noch irgendeinen Punkt hier? Kann man das... Mit welcher Taste konnte man nochmal alle Punkte das sehen? Das weiß ich gar nicht mehr. Alt? Steigung? Alt? Okay. Ja, Gott, nee. Ich und sich die Steuerung zu merken bei Spielen. So. Wie sollen wir das machen? Kaum muss man etwas kreativ sein. Schon weiß ich nichts. Was soll's, ich frag einfach mal dumm rum.
Ach nee. Ach nee. Wie kann ich das nach da hin? Buxieren. Der will das irgendwie nicht richtig machen. Kann ich ihm sagen, dass er es erstmal nach da ein Weilchen rumschieben soll, nach vorne? Na komm schon. Nochmal. Nein. Nicht doch. Da schiebt es doch nur wieder zurück. Warum funktioniert das nicht richtig? Da stelle ich mich mal wieder blöd an. Ehrlich. Ich will jetzt aber auch keinen Cut machen. Warte mal, vielleicht kann ich das da mit der... Das war beinahe eine grandiose Idee. Beinahe. Warum beinahe? Das wäre nutzlos. Das würde... Aber warum nur beinahe? Ach so. Muss ich die Kiste jetzt doch wieder zurückschieben, oder wie? Ja, dann spielen wir die Animation ab. Guck mal, voll Hightech-Animation. Das wäre völlig sinnlos. Warum hieß es gerade nur beinahe? Das hätte nicht funktioniert. Ich brauchte eine bessere Idee. Ach so. Ich dachte schon, dass das wirklich eine gute Idee war. Aber die geht mit besser. Benutze den Träger ganz oben. Dann mit den Stromkasten, um es zu öffnen. Ja, ich weiß, dass ich da hoch muss. Und jetzt macht das. Okay. Großartig. Ich öffnete den Deckel. Voll Uncharted-mäßig. Da drin war eine Klimaanlage und Bingo, die Steuerung für das Rolltor. Das war der Motor, der das Rolltor antrieb. Das war knapp gewesen. Auf dem Kabel war Strom. Das war der Stromschalter. Hier einfach mal den Schalter aus. Schalte mal wieder an. Okay, jetzt ist da zumindest nichts mehr. Vielleicht sollten wir dann auch noch das durchschneiden. Und wenn wir schon dabei sind, das auch. Das war die Steuerung für... Vielleicht komme ich so nach unten. Ah, so ein richtiger Sprung. Voll der Profi hier. Ne?
Ich hatte nicht den Hauch einer Chance, das Rolltor mit bloßen Händen aufzuschieben. Brauche ich... Das würde niemals... Ich würde Narrow-Clipse unten drunter machen, dass man zumindest... Das Rolltor wäre wohl um einiges härter gewesen als Lanes Fußnägel. Das wundert mich auch, weshalb wir jetzt nur das Zeug durchschnitten haben. Ich musste noch mal darauf... Spielen wir noch mal die Animation. Muss man schon ein bisschen nachdenken hier, so denken, ne? Na. Ich hatte das Kabel. So einfach ist es. Mein Kabel war zu kurz, um die Lücke zu überbrücken. Von unten aufgerollt. Oh, voll die Trophäe und so. Die sieht man auch in der Aufnahme. Yep. Dann können wir ja gleich mal in der Schublade danach gucken. In der Schublade lag ein einzelnes Wattestäbchen. Und wir nehmen... War wohl mein Glückstag. Es war nicht mal benutzt. Dann gehen wir durch die Tür in den verbotenen Raum. Im Zimmer war es stockfinster. Ich konnte nichts sehen. Das wäre jetzt natürlich der perfekte Ort für einen Cliffhanger. Allerdings ist die Folge noch gar nicht so lang. Vielleicht gehen wir mal ein bisschen rein. Willst du nicht reingehen? Mhm. Sollten wir jetzt vielleicht nicht für Security anrufen? So. So haben wir jetzt mal Licht. Und, müssen wir nochmal machen. Warum bewegst du dich nicht? Was soll denn? Warum bin ich gerade so dumm? Den habe ich doch schon gefunden, ja. Jetzt interagierte damit. In der Ecke des Raumes stand der Roller eines Pizzaboten. Ach, genauso einer wie der, auf dem der Mörder geflohen war. Ist da auch noch eine angefressene Pizza drin? Das war der Roller eines Pizzaboten. Warte mal, was blinkt da so? Der Lüftungsschacht hatte an der Seite einen kleinen Riegel. Eine perfekte Gelegenheit, Lanes Nagelknipser einzusetzen. Das Ding war besser zum Schneiden als zum Hebeln geeignet. Ölpfütze, Roller, Karton, Unordnung. Erstmal die Ölpfütze. Öl war aus dem Roller auf den Boden getropft. Die Kiste war leer. Annette hatte alles rausgeräumt. Nur Unordnung und leere Kartons. Mhm.
Ich hatte nur wenige Streichhölzer. Das passte nicht. Doch, das ist, macht Spaß. Reiswolf. Oh, im Reiswolf hatte sich ein Brief festgefressen. Im Reis. Deckel. Ich versuchte, die Zahnräder zu be. Die Wartung war. Der Reiswolf klemmte. Das lohnte sich nicht. Dass man es damit so ein bisschen ölen kann. Dann müssen wir hier wohl. Ich brauchte eine bessere Idee. Das müssen wir. Ja, das bringt wenig. Wir brauchen etwas, um. Damit. Der Reiswolf klemmte. Das durchkam. Komm, komm, kann. Wir brauchen etwas, um einen Lüftungsschacht zu öffnen. Und wir beobachten nochmal einen Roller. Das war der Roller eines Pizzaboten. Und ich würde sagen, an diesem Punkt reicht das mal für diese Folge. Und wie wir jetzt diese Rätsel wieder lösen, erfahren wir natürlich in der nächsten Folge.